Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Kluex Avatar. Oh mein Gott. Okay. Er macht Eis. Oh mein Gott. Was macht er jetzt? Steine. Ja, ah, ja, das war die erste Phase. Kluex Avatar. Aber ah, ich verstehe. Das ist richtig crazy, ey. Verrecke! Yes! Oh! Holy shit! Die Valkyrie hat gesiegt. Sehe, was du vorhattest, die ganze Zeit schon. Du bist hier, um Kluex zu sehen. Ich meine, du hättest nicht einfach ohne seine Gnade. Es ist ein Zeichen dahin, dass das Artefakt dieser Amulet-Kristall wenn ein Spieler des Willens Kluex. Bitte lass mich mitkommen. Ich bin ein organisierter Diener Kluex. Ich verspreche, dass ich würdig bin. Key recovered. Der goldene Totenkopf. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir kriegen eine Wüstenexpedition, danke. Zum Einlagern. Ein One-Handed Level 5 Kurzschwert mit 20 DPS, 11 Schaden pro Schlag und 1,8 Schlaggeschwindigkeit. Und ein Ocean Deflector, den können wir verkaufen. Und ein Diamant, den können wir auch verkaufen. So, jetzt ist nur die Frage, bist du stärker als mein Kurzschwert? So, wir haben hier nämlich das 16,7. Mit oh ja, das ist besser. Und es ist Elektrizität, das heißt, es ist noch geiler. Perfekt. Ja, jetzt haben wir richtig geilen Damage. Jo. Super. Täusche mich einmal Schande über mich, täusche mich zweimal, dieser Hut ist für dich. Sieht auch so witzig aus, ey. Ich bin ein Clown. Holt mich hier raus. Es joint die Outpost. Tona Oak. Aber ich finde die Valkyrenrüstung halt super geil, weil die halt echt gut passt. Okay, so würde natürlich zum Schmetterling passen, ne? Aber ich bin eigentlich echt mit diesen. So? Das sieht schon cool aus. Ja, yeah, wir sind die coole Valkyrie. Ja. Aber ich finde diesen Jester-Set so funny einfach.
Weil das sieht auch schön aus. Na, ich bin ein Schmetterling. Und die Flügel bewegen sich auch wenigstens. Weißt du, die Flügel sind nur starr. Aber das werde ich behalten auf jeden Fall. Das Valkyrie-Ding will ich auch behalten. Und dieser coole Skorpion, ey. Der sah, das war eigentlich das Coolste hier. Bisher. Naja. Die Sachen werde ich verkaufen hier. Die Sachen werde ich auch verkaufen. Die Sachen mal gucken, die lager ich erst. Ich werde das nie anziehen. Das werde ich wieder verkaufen. Das werde ich auch verkaufen. Das behalte ich mal, weil... Obwohl, das kann ich eigentlich auch verkaufen. Ne? Das sieht auch eigentlich cool aus. Die Valkyrenrüstung würde ich schon gerne mal komplett behalten. Aber diesen Phönix, das kann ich ruhig verkaufen. Ich habe lieber die Kohle als... ne? Den Rest. Sehr schön. War cool. So, und jetzt haben wir noch einen Typen, der gejoint ist, ne? Ah, hier ist er schon. Oh. Oh, er hat auch ein goldenes Entchen. Aber was machst du? Bist du ein Händler? Nee. The Devote! Yeah! Cool, jetzt haben wir hier 3 von 6. So, eisige Planete müssen wir jetzt schon. Mit warum ist der Jump Boost? Hä? Hungerhöhe. Warum? Möchtest du das für immer? Was ist jetzt für immer? Geil. Aua. Okay, wir haben echt Sprungerhöhung jetzt. Geil. Danke. Der will mir immer noch seine Lizenz verkaufen. Jo. Modul, natürlich. So, gehen wir mal nach oben. Cool. Sprungerhöhung haben wir jetzt für immer. Müsste mal alles hier nehmen, was wir verkaufen müssen, ne? Mal hier rein. Alles verkaufen, weg damit. Das ist noch zum Behalten. Cool, dass das Tier jetzt da hinten ist. Ich hätte das lieber da hinten ist. Das ist so eingesperrt. Cool, wie schön, dass da wächst. Die sind doch schon ready, die Früchte tatsächlich. Rohes Zeug können wir da reinschmeißen. Ja. Regeneration. Warum? Warum habe ich Regeneration? Warum? Ist das immer hier? Ich weiß das gerade gar nicht echt. Hier, das kommt da. Ach ja, Loot. Zack. Codex, ja, genau, Codex, zack. Modul. Können weg. Wie macht man nochmal nur diese geilen Verbände? Dafür brauchen wir Gewebe. Gewebe kriegen wir. Hier. Dafür brauchen wir diese Pflanzenfasern. 4 Stück. Damit wir uns die geilen Sachen machen können.
Ah ne, das nimmt langsam ab. Okay, gut. Ja, das ist alles zu verkaufen, der ganze Scheiß. Die Blöcke hier sind alle zu verkaufen. Die Objects sind alle zu verkaufen. Das will ich nämlich gerne machen. Okay. Scanne Gegenstände. Ach so, wir brauchen jetzt aber erstmal tatsächlich. Ich beam mich mal zur Händlergilde. So. Hallöchen. Na? Ach, du bist schon ein Händler hier. So, verkaufen. Ich will dir das. Boah, schon 6000. Sehr gut. Und nochmal den ganzen 7000. Ja, gönn mir. 10.000 haben wir jetzt. Wunderschön. Nice. 10.000 Pixel können wir natürlich wieder kompressieren. Zu einem 10k Voxel. Danke. Und das kommt natürlich wieder in unseren Tresor. Zack. Jetzt haben wir 33.000 Pixel im Tresor. Das ist gut. Ich wünschte, ich könnte das upgraden zu dem hier. Also die Heilsalbe zum Verbandskasten. Das würde ich sofort machen. Weil wir brauchen ja mittlerweile viel mehr Leben. Durch die Rüstung und alles. Aber okay. Können wir nicht mal. Weil die heilen so langsam. Ne? Das ist echt schmuh. Die stellt halt 100 Gesundheit her und die stellt halt 50 in 10 Sekunden. Die, das sind halt geile, ne? 50 in einer Sekunde. Und das sind halt die Ultra-Dinger. 100 Gesundheit in einer Sekunde. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich für später auch. Okay. Cool. Das heißt, wir müssen jetzt aber erstmal gefrorene Planeten finden, ne? Weil wir sonst erfrieren. Dafür brauchen wir erstmal das Heizungs-EWW. Dafür brauchen wir eine Batterie, einen verbrannten Kern und Durastahl. Dann können wir da nämlich auch auf den neuen Planeten hoffentlich schon die nächsten Sachen finden. Nämlich Ägisalt, Ferrozium, Violium. Warum auch immer man jetzt auf einmal drei Ressourcen braucht, aber hey. Ja, Ferrozium, Ägisalt, Violium, Solariumstern. Naja, keine Ahnung. Gut, also wir brauchen so Durastil. Wir haben 5. Das heißt, wir müssten mal farmen gehen. Ich hätte natürlich schon gerne Bock auch auf unseren Mesh. Ne? Aber der ist halt so lame aktuell. Eigentlich müssten wir mal so nach anderen Planeten Ausschau halten vielleicht. Beziehungsweise anderen Schiffen. Hostile Ship. Threat Moderate. Ja. Das würde ich gerne machen. Komm. Dann machen wir noch dieses Schiffsbattle. Unser Mech ist halt wirklich der Standard-Mech noch einfach. Und ich hoffe auch, dass die Gegner nicht so. Oh, ich hab sie sogar getroffen, Alter. Oh, die wird 260 Schaden. Ähm.
zum Glück habe ich meine Pixel kompressiert, ey. Holy shit. Okay, die sind stark. Ich gehe nochmal direkt runter. Aber ich muss ja nicht gegen die Viecher kämpfen, ne? Gut. Wir gehen einfach ganz unten am Boden. Weil die sind ja heilige Scheiße, sind die stark. Oh. Okay. Oh nö. Ach stimmt, ey. Warum treffe ich den nicht? Endlich, meine Güte. Oh nein. Oh nein. Was? Oh mein Gott, sind die stark. Als ob. Ich komme hier überhaupt nicht da weiter. Alter, was? Okay, dann versuchen wir es halt mal mit oben rum. Holy shitty McTitty! Alter, was zum Henker? Wir müssen brauchen unbedingt ein Mac-Upgrade, ey. Das Problem ist nur, ich habe halt so scheiß Mac-Sachen nur. Deswegen hoffe ich halt in einem stärkeren Gebiet jetzt geilere Sachen zu finden. Damit ich eine Upgrade-Stufe überspringen kann vielleicht. Das ist ja richtig krank. Oben rum geht gut gerade. Nice. Hallo? Huh? Boah, Glück gehabt. Gott sei Dank. Was ich mir halt erhoffe, sind halt Blueprints. Treibstoff, natürlich nehme ich auch gerne mit. Also damage-technisch sind die okay. Aber können absolut nicht mit mir mithalten. Aber wir haben kein Dings bekommen, leider. Hat sich gar nicht gelohnt. Schade. Wir haben nur so ein paar Upgrade-Modules bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Ah, die Kapuze. Ja, die kann ich nochmal verkaufen. Sehr schön. Bringt viel Geld. Rusty Panels. Schmeiß das einfach irgendwo hier oben rein. Das sind Loot-Sachen. Die kommen hier rein. Das ist neu, ne? Salvage Proton Limiter. Zack, zack. Noch irgendwas? Das ist zum Verkaufen. Iridium Fuel, das kommt hier rein. Zack. Und
die Bandits Hood ist zum Verkaufen. Die kommt hier rein. Sonst noch was? Nö. Cool. Gut. Dann haben wir das schon mal gemacht. Okay, haben wir noch ein Hostile Ship? Ne. Was ist das hier? Wo sind wir eigentlich? Was ist das für ein System? Alien Jungle Luna Baron. Baron? Ist das ein Baron? Ich weiß gar nicht, ich kann es nicht sehen, leider. Ah, doch, Baron. Nichts? Da ist nichts? Baron, der would be suited for construction. Ich bin mal da runter, ich weiß nicht, was das ist. Was macht man? Was ist denn hier? Düsterstein. Was ist das für ein Planet? Baron. Ich war noch nie auf einem Baron-Planeten, glaube ich. Ist das, heißt das verlassen? Ich weiß gar nicht, was das heißt, Baron, ne? Deswegen, vielleicht heißt das auch friedlich. Aber es wäre ja eigentlich peaceful, ne? Es gibt hier ja nicht mal Ressourcen oder so. Trockener Sand. Trockene Erde. Wäre schön, wenn hier Sand wäre. Und auch die Musik ist so friedlich. Vielleicht heißt das wirklich so verlassen. Oder aufgegeben. Irgendwie sowas. Hier ist gar nichts, ne? Ja. Ja, hier ist nichts. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, aber dann ist Schluss. Ja, ne. Keine Ahnung, was es heißt, wie gesagt, ne? Das ist bestimmt ein Giftplanet. Durasteel. Oh, und der hat Acid Rain. Threat Dangerous. Okay. Nein, ich wollte nicht dahin. Das war der, wo wir waren, ne? Small Meteorites, Luminous. Dangerous Jungle. Wir waren doch hier hinten, ne? Oder da? Nee. Ich guck mal gerade. Transporter. Moras 2. Antares Moras 2. Bist du das? Ja, da waren wir. Alien. Ich will auf diesen Alien-Planeten. Let's go. Fliegen durch die Sonne. Ja. Was ist das? No, ach, das ist der Mutated Landscape. Ja, komm. Ich will da runter. Hier gibt's auch Durasteel, ne? Ja. Wir brauchen nämlich Durastahl, sonst können wir nichts machen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem Alien-Planeten, damit wir Durastahl bekommen und damit wir in die nächsten Planeten können. Bis dahin, haut rein und tschüss.